Scheitern grüßt euch, werte Nazis und Nazinnen und jene, die es noch werden wollen. Ja, Scheitern grüßt euch, Iblis liebt euch und ihr könnt mich auch gern haben. Heute kredenze ich euch ein islamisches Drei-Gänge-Menü im Videoformat, bei welchem es euch echt vergehen wird. Die Speisekarte seht ihr hier mit allen drei Gängen und ich würde sagen, damit nichts anbrennt, legen wir los mit der Vorspeise. Die Vorspeise ist Vogeldreck Haram. Die persönliche Empfehlung des Küchenchefs Pierre. Es ist traurig, dass wir sehr häufig mehr Sport-Superstars kennen als unsere Vorbilder, als Sahaba. Normalerweise musst du wirklich mehr Sahaba kennen, mehr Gefährten des Propheten kennen, ihre Geschichte kennen, wie sie sind, als irgendwelche Sportstars. Geschweige denn irgendwelche Musiker oder absolute Versager. Ja, die mit der Musik die Leute in ihre führen. Mit ihrer Drecksmusik. Es ist einfach so. Man muss es klar und deutlich so sagen. Gerade diese ganze R&B, Hip-Hop, Rap-Musik, dieser ganze Schwachsinn, der hat so viele Jugendliche mental zerstört und kaputt gemacht und ihnen falsche Dinge suggeriert, die sie kaputt gemacht haben. Das ist eine Katastrophe. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah unsere Kinder bewahren, unsere Enkelkinder, unsere Urenkelkinder, unsere Urenkelkinder bis zum jüngsten Tag. Amen. So, das heißt, wir müssen eigentlich mehr davon wissen, warum, weil diese Leute sind unsere Identität. Diese Leute sind unsere Identität. Damit müssen wir uns beschäftigen. Diese Leute müssen wir kennen. Diese Sahaba, Ridwanullah alayhi. Dann sei froh, Injala, dass du stattdessen dein Zeug hast und lass uns unser Zeug. Ich dagegen wäre stattdessen mit unserer westlichen Musik im Allgemeinen ganz zufrieden. Auch wenn ich jetzt nicht gerade ein Hip-Hop- oder Rap-Fan bin, eigentlich gar nicht. Weil ich den leisen, vorsichtigen Verdacht hege, dass die Scharia ein Stück weit mehr Menschen zerstört hat als Bushido, Sido, Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer zusammen. Ich vermute des Weiteren, dass die Moscheen, die von den Saudis weltweit gebaut und finanziert werden, oder auch von Erdogan oder von den Kairoer Theologen, eine größere geistige Massenvernichtungswaffe darstellen als Xavier Naidu. Und den kannst du wenigstens gefahrlos auslachen. Schnackselndes Axolotl, was war das denn schon wieder für ein Vogelschiss? Sorry, ich wollte das Wort echt nicht verwenden, weil ich weiß, es ist negativ bel... Ich sagte negativ. Fuck. Ich hab nicht von einem Schwarzafrikaner gesprochen. Es wird man ja wohl noch sagen dürfen. Oh, leck mich doch ab. Wir sind hier im Land der Dichter und Denker. Entschuldigung, ich drück's anders aus. Mit allem gebührenden Respekt, ihr könnt mich im Arsche lecken. Wir machen mit dem Hauptgang weiter. Wohl bekomm's oder auch nicht. Glaube es mir, Uchti. Das ist nicht der Weg zum Erfolg. Das ist der Weg, dich selber ins Verderbnis zu bringen. Das ist der Weg, dich selber zu zerstören. Meine Schwester im Islam, bedeck dich. Bedeck dich und geh dem Islam nach. Gehorche Allah subhanahu wa ta'ala und du wirst sehen, welche Ehre du erhalten wirst. Man wird dich sehen als eine Frau. Als eine Frau mit Werte, mit Selbstbewusstsein. Und leg dieses ganze Zeug ab, was du benutzt. Denn nichts drückt Selbstbewusstsein besser aus, als sein Gesicht nicht zu zeigen, aus Angst vor den Reaktionen anderer. I don't want to live on this planet anymore. Bursche, wenn ihr tatsächlich wolltet, dass eure Schwestern und Frauen selbstbewusst und wertorientiert leben, dann könntet ihr sie ja auch einmal vom Herd losbinden, sie selbst entscheiden lassen, was sie tragen wollen
und sie draußen eigene Schritte machen und auch auf ein überschaubares Risiko hin eigene Wege gehen lassen. Aber ihr werdet den Scheitern tun und eure artgerechte Haltung von Biofrauen überdenken, denn ihr betrachtet Frauen viel zu sehr als Besitztum. Und viele Frauen aus entsprechend religiös eingestellten Familien werden sich solch ein freies, selbstbewusstes und auf eigens entdeckten Werten fußendes Leben aufgrund der dank euch erworbenen Unmündigkeit gar nicht erst zutrauen. Oder um gleich einen Königsberger Klops hier reinzubringen, dass der bei weitem größte Teil der Menschen, darunter das ganze schöne Geschlecht, den Schritt zur Mündigkeit, außerdem, dass er sehr beschwerlich ist, ihn auch für sehr gefährlich hält. Dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben, nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, dass diese ruhigen Geschöpfe auch ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsperrten, wagen durften. So zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die drohet, wenn sie versuchen, allein zu gehen. Nun ist diese Gefahr zwar ebenso groß nicht, denn sie würden nach einigen Mal Fallen wohl endlich gehen lernen. Allein ein Beispiel von dieser Art macht doch schüchtern und schreckt gemeiniglich von allen ferneren Versuchen ab. Dies schrieb Immanuel Kant im Jahre 1784. Und auf diesem Stand seid ihr heute noch. Und leg dieses ganze Zeug ab, was du benutzt, um eine Fassade darzustellen, um zu schauspielern, um eine Maske anzuziehen, die du nicht, oder um eine Sache darzustellen, die du nicht bist. Oder vielleicht schminkt sich eine solche Frau einfach nur, weil ihr das so gefällt. Vielleicht gefällt es ihr so und vielleicht zieht sie sich selbst etwas an, das ihren individuellen Geschmack trifft. Vielleicht gefällt sie sich einfach so selber, nicht unbedingt, um anderen etwas vorzuspielen. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass die wenigsten Frauen das machen, um anderen nur was vorzuspielen. Aber ihr haltet euch wahrscheinlich hier für die größeren Frauenexperten. Und schon wieder stelle ich mir die Frage, die ich mir zum letzten Mal gestellt habe, als ich wieder im Malleus Maleficarum geblättert habe. Warum sinnieren ausgerechnet so viele Typen über Frauen und Sexualität, die am wenigsten darüber verstehen? Da kommt nur Scheiße dabei raus, sieht man in Saudi-Arabien, sieht man am Malleus Maleficarum. Selbstverständlich fühlen sich manche Frauen auch durch Models psychisch unter Druck gesetzt. Klar, ja, weil sie überraschenderweise nicht so aussehen wie ein Werbeplakat. Die Frauen, denen das so geht, die tun mir ja auch ehrlich leid, ja. Doch offen gestanden halte ich es für keine Alternative, die Olle dann bloß Blickschall und lichtdicht und aromafrisch verpackt vor die Tür zu lassen. Mit Freiheit muss man, wie eben beschrieben, umgehen lernen. Das ist das Geheimnis. Du schreibst hier die abgedroschene Phrase, wahre Schönheit kommt von innen. Klar, und deshalb darf die Hausfrau diese Schönheit bei euch nur ihrem Besitzer zeigen. Oder was? How dare you? Keine Sorge, mein Allerwertester. Eure muslimischen Frauen sind belegbar in westlichen Gesellschaften weniger in Gefahr, Opfer sexueller Gewalt durch Männer zu werden, als in muslimischen Breitengraden oder in arabischen Communities. Leg es ab, weil das sowieso Schauspielerei ist. Heutzutage, meine Geschwister im Islam, wenn du YouTube aufmachst, hast du 15 Videos vor dir mit Make-up-Dings, wie man sich schminken soll. Aber keiner hat erkannt über diese Videos, dass sie dir eigentlich zeigen, wie du dich wirklich maskieren sollst. Das heißt, du sollst etwas darstellen, was du nicht bist. Du sollst etwas mit dir machen, was nicht authentisch ist. Weil jeder hat Angst zu zeigen, sich zu zeigen, wie der ist. Warum? Weil diese Frauen, die das machen, kein Selbstbewusstsein haben. Nein, Alter, das liegt nicht daran, dass diese Schminktrollers kein Selbstbewusstsein haben. Naja, zumindest nicht deswegen.
sondern weil das einfach deren Vergnügen ist und außerdem, weil sie ganz gut mit ihrer dümmlichen Produktwerbung verdienen. Und um noch ein allerletztes Mal zur Sexualität zurückzukommen, will ich, bevor ich mit dir endgültig abschließe und ich sehne den Moment herbei, möchte ich dir zuvor noch dazu raten, Sexualität nicht zu verteufeln, sondern sie nur zügeln zu lernen, so dass man damit niemandem schadet. Und wenn auf deinem oder anderen vielen Islamkanälen ständig muslimische Frauen ermahnt werden, dass sie sich zu bedecken haben und dass sie sich nicht schminken dürfen und sogar, dass sie ihr Kichern zügeln sollen, weil sie ja damit Männer erregen könnten, dann habt ihr damit endgültig ein für alle Mal zugegeben und für jedermann sichtbar zugegeben, dass ihr Machos euch nicht im Griff habt. Ihr habt zugegeben, dass ihr euch nicht im Griff habt und eure Regeln für Frauen nichts, aber auch gar nichts mit Wertschätzung derselben zu tun haben. Jungs, ihr müsst mit eurer Sexualität umgehen lernen und dürft nicht die Verantwortung eurer mangelnden Selbstbeherrschung bequemerweise auf eure Schwestern und Frauen übertragen. Denn das ist erstens eine Schweinerei und zweitens ist es das Dümmste, das absolut Dümmste, was ihr machen könnt, wenn ihr ausgerechnet den mächtigsten Trieb, mit dem uns die Natur zwangsläufig ausgestattet habt, wenn ihr diesen stärksten Naturtrieb, den es gibt, derart dämonisiert und tabuisiert. Das geht garantiert in die Hose, buchstäblich. Aber noch sind wir nicht fertig. Falls ihr euch in der Zwischenzeit übergeben haben solltet, Leute, recht so, denn dann solltet ihr wieder ein bisschen Platz in euren überstrapazierten Mägen für Nachtisch haben, denke ich. Oder? Hierzu serviere ich den Kommentar Halal. Ein weiterer Kommentar aus der Rubrik Eingeschnappter Moslem will schimpfen wie ein Rohrspatz, kann aber dann die Kraftausdrücke, die er verwenden will, nicht mal korrekt schreiben oder buchstabieren. Was bist du für Mensch, du kleiner Bastard? Drei Fehler in einem Wort. Muss das in einem Kommentar sein, der nur aus einem einzigen Satz besteht? Und obendrein kannst du noch nicht einmal einen grammatikalisch einwandfreien Satz bilden. Tut mir leid, aber dafür gibt's nur eine glatte 4 und sei froh, dass das kein Diktat war. Und ich fürchte, ich muss dich nachsitzen lassen. Nachsitzen am besten gleich zusammen mit dem Typen, der noch lernen muss, wie man Du Nazi-Käfir richtig schreibt. Da haben sich dann, denke ich, die beiden Richtigen gefunden. Ihr schreibt mir eure Lieblingsausdrücke jetzt 100-mal täglich an die Tafel und wenn ihr zu Jahresende immer noch nicht die Rechtschreibung dieser Ausdrücke beherrscht, dann schlage ich mal einfach so auf der Suche nach Anregung, nach adäquaten juristischen Maßnahmen für allgemeines Fehlverhalten in der Scharia nach. In Ordnung? Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Nein. Und wenn alle Stricke reißen, fliegt der erste Stein.